Willkommen zurück zu einer weiteren öligen Folge Resident Evil 4, das Remake. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde, mit dem Gewinnspiel bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Super easy, geht super schnell, gerne ganz schnell machen. So, wir sind hier auf der Insel der Freundschaft und hier drüben ist ein Grabstein. Was steht denn da? Grabinschrift in einer Höhle. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald, ein Leben in Sühne, die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Hester Sattler. Der alte Lord Sattelschlepper. Der alte Lord Sattelheimer. Nach hier kann ich rübergehen. Moment, aber was ist da unten noch alles? Da war ja auch noch ganz viel Zeug. Okay, wir schauen ganz kurz hier drüben. Kann ich da... Nee, da kann ich nicht rüber. Okay, da kann man nicht rüber. Na gut. Also, Lord Sattler, über den man ja auch nicht so viel erfahren hat im Original. Auch ein bisschen kryptisch, die Figur. Auch hier, bis jetzt, was weiß man groß über Lord Sattler? Selbst wenn man jeden Text durchliest und kleine Geheimnisse versucht zu finden. So wirklich viel weiß man über den alten Sattelschwinger gar nicht. Außer, dass er hier der Oberbefehlshaber ist und der über die Plagas mit dir kommuniziert. Und mit allen anderen auch, die infiziert sind. Ach, das Ding hängt jetzt an der Wand, okay. Schießt das auch auf Gegner? Weil man es ja wieder reaktivieren kann. Hey, Chef! Hab neue Ware, Fremder. Halt dich schon mal fest. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Jetzt kommen die dicken Bomben, oder was? Klar. Oh, 40. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. 40, Bro. Lust, ein bisschen Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wer es findet, darf's behalten. Sag mal, wenn die Schlüssel hier im landen, Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Haben die dann offiziell ausgedient, wie der seltsame Quader? Die Verliesschlüssel. Aber wenn ich die alle behalte, nehme ich sie mit in den New Game Plus Modus? Questions, meine Freunde. Questions, questions, questions. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ja, eine geile Waffe, kostet aber 77. Billig nicht. Oh, der Koffer kann man nochmal erweitern, echt? Das geht sogar nochmal. Ich brauche Geld. So, ich verkaufe meine zwei schmucken Käferlis. Die extravagante Uhr. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Danke. Damit gönne ich mir ganz offiziell den besseren Koffer. Je größer, desto besser. Habe ich zumindest gedacht, als ich noch ein Dreikäse hoch war. Stimmt aber auch, ne, oder? Ich hab komm, jeder. Je größer, desto besser die Technik. Das ist nur von Leuten, die haben nichts Großes. Die Technik. Ja klar, du brauchst auch die Technik, aber du brauchst auch die Größe. Du brauchst alles. Du brauchst einen großen Lurch und die richtige Technik. Je größer, je besser. Alte Volksweisheit. Moment. Ach, das ist gar nicht hier, sondern das ist... hier? Okay, irgendwo nicht da, wo ich gerade bin. Mich dünkt. Da bekomme ich gar keinen Schatz. Na gut, hier ist der Händler. Dann habe ich ja keine andere Wahl, als da hinzugehen, wo einst ein Geschütz mir deinen Weg blockiert hat. Noch mehr Geschütze, cool. Boah, kommen da nicht auch Sniper-Dudes? Und die tragen den Helm jetzt alle. Ah, nee. Der hat noch keinen. Aber die tragen Helm. Ich weiß, da gibt's... Ah.
Einer hässlicher als der andere. Einer hässlicher als der andere. Ich glaube, der da hat einen Helm zum Beispiel. Oh, den haben sie verbessert. Ja, der sah anders aus. Und er hat eine andere Waffe. Obwohl, nein, die Waffe ist eigentlich das gleiche. Finde ich aber gut. So, und jetzt der große Trick. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. I don't know. Probieren wir es. Ich mache das Ding wieder aktiv und schau, ob die da reinrennen und niedergemäht werden. Irgendjemand schießt hier. Das Geschütz? Moment. Liegen hier Leichen rum? Ha, keiner kommt. Der Trick funktioniert schon mal nicht, den ich mir da gerade überlegt habe. Der funktioniert schon mal nicht. Gut, dann wohl altmodische Handarbeit. Boah, der wird so viel Munition fressen. Was ist das jetzt, ein Wildschwein? Davor war das halt so ein... ja, schwarzer Dude. Der hat eine Weste an, ne? Da hinten ist schon der Dicke. Ist das der Dicke da hinten? Kerker. Wo kommen die denn lang? Da rum. Die sind alle jetzt so richtig baff. Achtung, oh, da geht's schon los. Deckung. Bam. Warte. Oh, nee. Oh, er hat zurückgetreten. Das Schwein. Einer weniger. Ey, das Ding brennt. Leck mich am Arsch. Ich hab den echt gut fertig gemacht, den Dude. Komm. Ist das Dynamit? Nee, das sind Mollys. Lass sie brennen, die Schweine. Lass sie brennen, Bro. Na, schmeckt's? Gutes, altes Barbecue. Hahaha, nix da. Nix da. Oh, die schreien aber schön. Ich hab mir den schlimmer vorgestellt. Der war nämlich damals im Original schon... ja, schon ätzend. Der war schon ätzend, der Dude. Ich hab ihn zumindest sehr ätzend in Erinnerung. Süß, wie sie schreien. War doch eben gerade noch einer. Oh, da ist noch einer. Habada, habada. Ah, du hast so einen in dir. Okay, die Geschütze schießen auch auf die. Das ist natürlich nice to know. Aber man kann sie nicht zershooten. Wahrscheinlich nur umlenken. Bams. Gib mir den heißen Dreck hier. Kann man hier vielleicht irgendwo so einen Zentralschalter umknipsen und dann sind alle Geschütze deaktiviert? Das wäre... wow. Praktisch. Der wollte es wissen. Aber ohne Arm kein Brüstchen. Könnte man all die Gegner hier ignorieren? Wäre das auch durchaus möglich? Einfach alle ignorieren. Komplett durchslangeln, dass man hier wirklich nur mit Schleichen durchgeht. Oh,
Ah, sind aber gut durchgekommen durch die erste Welle hier. Warte. So, Problem gelöst. Kann ich hier reinspringen? Es sah so aus, als könnte man hier irgendwie rein. Ah, Resident Evil. Man muss es einfach lieben, ne? Ach, jetzt leuchtet das Ding hier hin. Kann man hier hoch? Jetzt leuchtet das Ding plötzlich hier hin. So, aber da vorne ist ja auch noch ein Schatz. Warte mal. Ich glaube, wenn so ein Ding uns streift, dann sind wir direkt Moos. Okay, dann muss ich hier nochmal zurück. Nochmal umdrehen. Oi, was für ein Act. Also ich glaube, die Dinger hier zersieben dich sofort. Da machst du gar nichts, wenn die erstmal loslegen. So, lass mal hier hoch. Dankeschön. 1000. Habe ich aber von jemandem die dicke Börse. Monatslohn gerade irgendwie gefunden. So, das leuchtet jetzt ein Stück rüber. Drüben ist noch was. Komm ich aber jetzt hin, ne? Ka-ching. Und wohin kann ich dich jetzt lenken? Man kann sie halt nicht deaktivieren, ne? Man kann sie immer nur umlenken. So, hier ist noch ein Schatz. Wie komme ich an den Schatz? Wo ist der Schatz? Was ist der Schatz? Hier irgendwo? Ne, ist eine Lampe. Ne, der Schatz ist irgendwo... Irgendwo hier vorne. Ach, hier. Der Perlenarmreif. Letzte Frage ist, wie soll ich an den denn rankommen? Hm. Komme ich jetzt überhaupt nochmal vorbei? Ja. Dürfte mir eigentlich nichts passieren. So, ich habe noch einen Schatz offen, aber ich... Keine Ahnung, wie ich da rankomme. Da oben... Aber hier gibt es ja auch nichts, weil hier komme ich ja nur an das Geschütz. Nee. Ah, da oben ist noch irgendwo ein Schatz, aber ich habe no idea, wie man rankommt. Ich brauche Geld für die Killer 7. Wie komme ich an dich ran? Hier kannst du ja nicht hoch, du kannst nicht rüberspringen. Da ist das Ding. Keine Ahnung. Absolut. No idea. Vielleicht noch früher. Nee, aber das kann ja nicht sein, oder? Kann man hier vielleicht quer irgendwo rüberspringen? Tja, wie es scheint, wird der Schatz für immer im Verborgenen bleiben. Ich habe hier doch keine Ausfahrt irgendwo versäumt, oder? Mann, ärgerlich. Hier sind wir angekommen. Nö. Ich habe eben gedacht, vielleicht geht es da irgendwo noch so eine kleine Kletterstelle hoch. Ja gut, dann gehen wir weiter. Sorry, ich würde ihn gerne mitnehmen, aber ihr seht, es funktioniert nicht.
Keine Ahnung. Vielleicht kommt man da irgendwann nochmal... Ich sehe auch nichts. Ich sehe hier wirklich keine... Schreibt's in die Kommentare. Ihr seid schlauer als ich. Die vielleicht hier rüber seilen sich oder so. Ich gehe mal ganz kurz da hoch. Warte mal, hier ist ja auch noch ein Weg. Ja, vielleicht kommt man da doch noch hin. Wir werden sehen. So, ne, wir lassen dich mal so. Runter. Rumbadabum. Alles eingesackt. Oder auch nicht. Noch mal ein bisschen Munition. Obwohl ich fairerweise sagen muss, munitionsmäßig finde ich, sind wir gut aufgestellt. Obwohl es geht eigentlich. Hm, ja. Moment, das war ja schon richtig. Nee, war nicht richtig. Jetzt muss ich hier... Warte. Das hat oben drauf gezeigt. Ich muss hier hin. Ja, hier rein. Hier rum. Hier hin. Und jetzt haben wir es. Nothing. Dann schieb mal auf hier. Den Drecksklumpen. Jetzt kommen die mit diesen verdammten Kuhtreibern. Aber das ist eigentlich auch so eine Sache, die jedes Resident Evil hat. Und das, glaube ich, kannst du auch gar nicht vermeiden. In solchen Spielen. Am Ende kommt die große Welle, ne? Die erinnern mich so hart. Verdammt. War ja klar. An Teil 5. Alter, wie viel Kugeln frisst denn so ein Dude? Warte, warte, warte. Irgendwo hier steht schon der Nächste. Na, ihr Minensklaven. Mach eine Pause, Kollege. Mach eine Pause. Du machst jetzt gefälligst eine Pause, du blöde Sau. Gut. Ich will aber keine Pause machen. Du machst eine Pause. Übereifrige Angestellten hat der Saddler hier. Die arbeiten echt verdammt hart, die Saddle Boys. Die Trabarimos. Donde ist der Trapper? Es sind aber auch blind, die Jungs, ne? Hua! Boots! Lass deinen Monatslohn hier und verpiss dich nach unten. That's the way, my friends. So, jetzt bin ich hier oben. Komm ich hier irgendwie zum Schatz? Dieser Schatz lässt mich nicht los. Am Ende ist es ein Seidenkristall oder sowas Unnötiges. Der Weg zum Schatz lässt mich einfach nicht los. Bleib ruhig. Okay, keine Mutation. Finde ich gut. Nix Mutation. Finde ich sehr gut. Ah, vielleicht geht's hier zum Schatz. Was hat der da? Ein Stemmeisen? Auch keine Mutation. Irgendjemand hat hier richtig Spaß, ne? So, ich bin so nah wie noch nie am Schatz. Der ist aber gar nicht auf meiner Ebene. Der ist... I don't know. Doch, er ist auf meiner Ebene. Ja.
Au! Ey! Uncool! Ach, komm schon. Oh, no. Na, ah, ich glaube, ich gönn lieber Messer. Nicht, dass so ein Dicker rauskommt. Okay, okay. Ich schieß da drauf, es macht Bumm, ich krieg meinen Schatz. Damit ich nachts endlich schlafen kann und YouTube auch. Ja, endlich. Und, hat sich's gelohnt? Oh, es hat sich gelohnt. Es gibt einen Goldlux. Schön. Schön, damit kann ich nun endlich in Frieden ruhen. Damit kann ich nun endlich in mein kaltes, nasses, friedliches Grab. So, wie die Tour de Metzel weitergeht, original in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, ans Gewinnspiel denken. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und...